In den 1960er Jahren begannen die CSD, die tschechoslowakischen Staatsbahnen, mit einer umfassenden Elektrifizierung ihrer Bahnstrecken im südlichen Landesteil mit Wechselspannung. Hierfür wurden bei Škoda in mehreren Losen leistungsfähige Lokomotiven für den Schnellzugverkehr beschafft. Ihr außergewöhnliches Erscheinungsbild mit den großen, abgerundeten Panoramafenstern im Frontbereich machte sie mit zu den auffälligsten Elektroloks in Europa. Da der auf dem geschweißten Stahlrahmen sitzende Lokkasten mit Platten aus glasfaserverstärktem Kunststoff bedeckt wurde, erhielt die Lok schnell den Spitznamen Laminatka. Von der S499.0 und S499.1 wurden ab 1968 insgesamt 145 Exemplare S499 an die CSD ausgeliefert. Davon wurden 25 Lokomotiven als Baureihe S499.1 eingereiht. Der Unterschied zur S499.0 liegt lediglich in der höheren Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometer. Ab 1978 wurden diese 25 Maschinen jedoch alle zur Baureihe S499.0 zurückgebaut. Nach 1992 verblieb die Mehrheit der universal verwendbaren Loks bei der ZSR, dem Eisenbahnunternehmen der Slowakei. Die Maschinen der CD werden hauptsächlich im Güterverkehr eingesetzt. Die markante Lokomotive mit dem futuristischen Design überzeugt durch eine hervorragende Formgebung. Pico setzt somit neue Maßstäbe bei der Konstruktion von H0-Elektrolokomotiven. Neben der authentischen Lackierung und Bedruckung begeistern die unzähligen attraktiven Details an der Pico S499.1. Zum Beispiel Maschinenraumfenster mit gutem Einblick auf die Inneneinrichtung, feine Dachleitungen, Isolatoren und Metallstromabnehmer. Zudem äußerst detailverliebte Drehgestelle mit hervorragend gravierten Federpaketen und die Nachbildung der Lenkgestänge an der Bodengruppe. Kupplungshaken, Bremsschläuche und Heizstecker liegen für den Vitrineneinsatz bei. Die Pico S499.1 zeichnet sich durch viele extra angesetzte Details aus. Dazu gehören Windabweiser, Pantoantriebe, Griffstangen, Lüftungsgitter, Treppen, Entwässerungsbehälter, Stirntritte, Sandkästen, feine Speichenräder und vieles mehr. Die bei dieser Lok besonders auffälligen Fensterbereiche wurden exzellent poliert und lassen eine perfekte Illusion von Glas wahr werden. Neben diesen Superlativen darf die technische Ausstattung natürlich nicht nachstehen. Deshalb verfügt die Pico S499.1 neben der Chassis- und Maschinenraumbeleuchtung auch über eine Führerstands- und Führerpultbeleuchtung. Der Antrieb der starken Lokomotive erfolgt durch einen fünfpoligen Motor mit zwei Schwungmassen. Für eine einfache Nachrüstung eines Digitaldecoders besitzt die Lok eine PLAX-22-Schnittstelle. Der Sound wurde natürlich an Originalmaschinen aufgenommen und aufwendig von den Pico-Experten gesampelt. Die Nachrüstung mit Sound ist problemlos möglich. Die Pico S499.1 lässt so keine Wünsche offen. Mašinka na 60 204, mělo by to být na 306. koleji od 11. 304, 306 by mělo být 60. Ano, přesně tak. Mit der neuen Baureihe S499.1 von Pico steht nun den Bahnenthusiasten ein zeitgemäßes, hochwertiges Großserienmodell dieser wichtigen Loktype zur Verfügung. Das auffällige Design zieht alle Betrachter in ihren Bann. Die leistungsfähige Pico-Lokomotive überzeugt durch Form und Farbgebung, Bedruckung und Fahreigenschaften auf ganzer Linie. Maximaler Spielspaß ist durch ihr aufgeräumtes Inneres sowie die vielen technischen Möglichkeiten im Digitalbetrieb garantiert.
Die zeitlos wirkende Lokomotive S499.1 stellt ein Muss für jeden Bahnfan dar.